Hallöchen und damit herzlich willkommen jetzt hier zu einem kleinen neuen Video. Und zwar habe ich vorab noch eine Kleinigkeit zu erwähnen, damit ihr euch nicht gleich wundert. Und zwar mache ich dieses Video quasi hier gemeinsam mit Charles. Das heißt, ihr findet jetzt hier bei mir auf dem Kanal eine Version. Und zwar gucken wir uns hier ein altes Video von mir an, was etwas über ein Jahr schon alt ist. Also quasi August 2015 war es ungefähr. Und gleichzeitig findet ihr auf dem Kanal von Charles auch eine Version von einem seiner Videos, was über ein Jahr alt ist. Quasi von dem gleichen Tag, den wir gefilmt hatten. Den hatten wir auch gleichzeitig beide online gestellt, jeweils unsere Sicht halt. Und auf dieses Video reagieren wir jetzt quasi, jeder auf seinem Channel über sein eigenes Video halt. Und wir hatten es vorher genau andersrum geplant gehabt, deswegen eigentlich hätten wir gedacht gehabt, dass diese Version jetzt hier auf Charles sein Kanal kommt und seine Version auf meinem Kanal. Aber wir haben gedacht, das ist viel zu verwirrend, weil ihr kennt ja quasi nur das Video, auf dem Kanal ihr euch auch gerade befindet. Es sei denn, ihr kennt mich auch von Charles oder andersrum oder was auch immer. Aber damit es nicht ganz so durcheinander wirkt, haben wir gedacht, komm, jeder lädt auch seine Version hoch, wo es um das eigene Video geht. Also quasi mein altes Video kommt auch jetzt auch hier auf meinen Kanal online. Unsere Reaktion, und bei Charles kommt halt die Reaktion über sein Video. Und das wollte ich halt kurz sagen, weil wir hier auch einmal was von wegen Verlinkung sagen, und dann heißt es nämlich einmal kurz irgendwie, um jetzt auf Danny seinen Kanal zu kommen oder auch um auf den Kanal von Danny zu kommen, klickt mal hier oben rechts oder sowas. Das ist natürlich dann unrelevant mehr oder nicht mehr relevant für euch, weil ihr seid ja jetzt über mir auf dem Kanal. Wir haben das Ganze jetzt extra wieder ein bisschen umgemogelt, damit es nicht ganz so durcheinander wirkt. Deswegen wundert euch nicht, warum wir hier einmal sagen, ihr kommt jetzt hier auf Danny seinen Kanal, obwohl ihr hier schon seid, weil wir das Ganze ein bisschen umgeändert haben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video und ciao, viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit dabei ist der Danny. Wir sind zu zweit heute. Genau, wir sind zu zweit, ausnahmsweise, weil sonst bin ich ja immer alleine. Nee, Leute, und zwar machen wir heute ein Video, und zwar einen für meinen Kanal. Vielleicht machen wir irgendwas für deinen Kanal nach, man weiß ja nicht. Wir schauen einfach mal. Schaut irgendwie mal vorbei. Ich glaube, da oben rechts in der Infokarte solltet ihr das Ganze sehen. Da sieht man nämlich dann Dannys Kanal, den klickt auf jeden Fall mal rauf. Da wird es bestimmt auch nochmal ein Video von uns beiden geben. Und zwar dreht es sich heute um ein React, was ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, zu dem Video von dem Tag, an dem wir uns das erste Mal gesehen haben, ne? Und wir hatten jetzt eben schon mal nachgeguckt, jetzt muss ich mich nochmal vergewissern. Ja. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Das Video ist vom 10.08.2015, das heißt, es ist jetzt etwas über ein Jahr und einen Monat her. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau der Tag war, wo ich es auch abgeloadet habe oder hochgeladen habe, wie auch immer. Aber es ist jetzt quasi gut ein Jahr und einen Monat ungefähr her. Und deswegen werden wir uns dieses Video jetzt einfach mal angucken und schauen, wie es jetzt so damals war, wie ich damals so geschnitten habe, oder allgemein, wie wir die Videos gemacht haben, wie wir ausgesehen haben. Alles sowas, das kommt dazu. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Wir fangen einfach an. Yes. Are you listening? Damn. Bum, 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 bum. Yeah. Dieser Durchgang hier riecht komisch. Und hier sind Menschen unterwegs. Menschen. Irgendwie das hat sich schon verändert. Das war schon so ein Video. Fängt bei mir irgendwo mittendrin an und. Da hat es nichts dran verändert. Ja. Ich hab immer mittendrin irgendwann. Ja, ja, ja. Anfang und kein Ende. Nee, ich würde sagen, hat nicht Hand und Fuß. Und dann herzlich willkommen hier bei dem komischen, verrückten Vlog, jetzt einfach mal wieder so gestartet ist. Und ich wollte mich heute eigentlich noch ein paar Sachen erzählen, die ich aber eigentlich ja unterwegs erzählen wollte, aber irgendwie habe ich es nicht gepackt und. Ja, den Weg, den ich bekommen habe, war immer noch so verplant. Mit Charles unterwegs, und zwar war ich im Kino mit ihm und habe tatsächlich Kartoffelsalat geguckt, obwohl ich vorher eigentlich das Ganze so ein bisschen mehr in Kritik gestellt habe und gesagt habe, naja, der Film wird nicht viel taugen, weil es. Ich glaube, da waren ganz viele Menschen, du hast so schüchtern gesprochen, ich glaube, da waren ganz viele Menschen in der Nähe. Nee, glaube ich gar nicht mal. Nee? Weil zu der Zeit, wo ich da so am Zaun, auf der Seite war eigentlich gar keiner fast. Denn der Film läuft nur einmal am Tag, und zwar um 15:10 Uhr. Und ich war so ein, zwei weiter entfernt, jo. Da. Dazwischen waren verschiedene Sperrungen wegen der U-Bahn, dann mussten wir plötzlich in den Bus rein. Das waren damals gesperrt. Verkehr fahren, und das U1? War hin und her. Da war deine U1 gesperrt. Ja, da konnte ich immer nicht fahren. Da konntest du nicht mehr fahren, dann musst du immer ausweichen irgendwie. Ich hab mal den Bus ins Verkehr, der war aber geil. Ich muss wirklich sagen, ja, zu Anfang war gar nicht so unübersichtlich. Schlecht. Denn ich muss wirklich sagen, ich fand den Film wirklich witzig, und das Ganze, obwohl ich ihn vorher wirklich nicht gesehen habe. Eine einzige Person. Und eine Saison offenbar. Was ich aber noch sagen muss, ist, es ist eigentlich besser, wenn man das Ganze wirklich kennt. Weil da sind auch welche mit dem Tretboot unterwegs. YouTube, also anscheinend kann man da mit dem Tretboot. Also es ist, glaube ich, schwierig zu verstehen und schwierig zu gucken, wenn man die ganzen YouTuber da rumherum nicht kennt.
Deswegen, ich würde mal sagen, weil ich weiß bis jetzt auch gar nicht, ob ich überhaupt schon mal im Trevo da war. Doch, war ich irgendwann schon mal, aber das ist schon lange her. Natürlich hat er halt seinen gewissen Humor. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war natürlich einmal da. Halt von Sorge oder wie auch von Otto. Und deswegen, als YouTube-Film geht er wirklich gut durch und ist wirklich objektive auch Kritik, würde ich sagen. Ja. Was ich dazu sagen muss, ich war der. Da hat man sich mal Mühe gegeben. Du warst der Älteste im Kino, stimmt. Also, wenn ja. Film gerne gucken möchte, sollte es einfach mal das war irgendwie nur 14-Jährige, 15-Jährige. Nee, noch jünger, so 11, noch jünger hatte ich ja. Immer, ja. Haben, ich finde, und ich mit meinen damaligen 19 Jahren? 19 warst du, glaube ich, oder? Der Älteste im Film ich werde jetzt einfach mal den Ausschnitt einblenden. War schon hier. Crazy. Wir sind jetzt hier aus dem Kino zurück, wir haben nämlich den Film Kartoffelsalat geschaut. Oh! Auf einer Bank im Park. Ist alles ganz nett. Man ist Thema YouTube kennt, dann ist es in Ordnung, ansonsten... Das hat damals schon gewackelt, meine Videos. Also für euch da draußen. Ich glaube, ich war der Älteste. Aber eine Frage, ich weiß nicht, hattest du damals schon GorillaPod? Nee, da hat doch diese... Die, warte mal. Ach, die GoPro. Mit der habe ich doch immer gefilmt, so. Stimmt. Und ansonsten findet ihr nochmal seinen Kanal in der Videobeschreibung, wo er auch... Wie gut deine Qualität da schon wieder war, mir jetzt meine, ey. Weil, keine Ahnung, weil ich ein bisschen doof bin, weil ich einfach ein bisschen... Das kann man so stehen lassen, tatsächlich. Und jetzt zum Abschluss habe ich mir einfach mal gedacht, da gönne ich mir einfach nochmal so ein bisschen... die Alster im Hintergrund und werde einfach mal ein paar Wörtchen jetzt hier zu dem Film sagen und deswegen würde ich sagen, was ist ja mit diesem kleinen Video jetzt hier am Abend? Ja, das war wieder so eine klassische Sache. Okay, ich weiß, ich jetzt schneide, also drehe ich mich um. So. Oder Zufall eigentlich. Ja, das war ja auch ehrlich gesagt echt Zufall. Nee, da habe ich mich nur einfach gedreht. Ja, muss ich mir da so ein bisschen Mühe geben, dass es noch irgendwie klappt und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns ganz normal morgen wieder und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Da kommen wir gerne mal zu. Oh nein. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann ganz normal. So, jetzt wird die Hände frei, morgen wieder. Tschüss. Ja, morgen. Halt, da ja, hast du noch da, jeden. Da habe ich noch jeden. Da hab ich das war noch Zeiten, da habe ich tatsächlich jeden Tag ein Video gemacht. Ich habe es schon in meinem letzten Video angesprochen gehabt. Momentan schaffe ich es irgendwie nicht. Warum habe ich eigentlich dein Handy in der Hand? Egal. Ja, habe ich es in meinem letzten Video schon angesprochen gehabt, dass ich momentan irgendwie nicht regelmäßig das schaffe, jeden Tag, weil. Es kommt tatsächlich auch darauf an, was erlebt man an dem Tag. Und ich bin halt immer auch kein Typ, der jetzt irgendwie so eine Minute raushaut, deswegen... Aber Gaming-Videos, ne? Demnächst vielleicht? Gaming-Videos. Aber ich glaube, ich auch jetzt eher zum Winter. Aber auf jeden Fall dieses Video, man hat irgendwie gemerkt, also, da waren, die Vlogs waren schon anders irgendwie. Man erkennt auf jeden Fall schon den Unterschied zu jetzt. Auch mit dem Cinematischen und Qualität so? Qualität unbedingt. Ich glaube, ich hatte ja da schon die Kamera. Ja, hattest du, ja. Hatte ich ja schon. Gut an der Qualität an sich, vielleicht ein bisschen was am Schnitt hier und da, vielleicht nochmal teilweise was am Ton, weil sich vielleicht die Stimme noch minimal verändert hat, keine Ahnung. Ja, ist aber ja nichts gegen mich. Aber sonst. Ja. Aber doch, man merkt doch schon Unterschied, was so ein komplettes Jahr ausmacht, weil man redet tatsächlich dann doch anders vor der Kamera, als man so ganz am Anfang noch ist und das erste Mal in der Öffentlichkeit filmen, vloggen. Das ist ja für viele, selbst viele können es ja überhaupt nicht vorstellen, die sagen ja von Anfang an, das ist mir viel zu peinlich. Ja. Aber das ist halt so eine Sache, die man lernt tatsächlich auszublenden. Und ja. Ja, jetzt ist es, glaube ich, heutzutage gar kein Problem mehr. Aber es ist tatsächlich auch stadtabhängig. Man merkt, wenn man es hier filmt, in der Öffentlichkeit, das ist was ganz anderes, als man es in Berlin oder in Köln macht. In Köln ist es ja eigentlich, ich weiß nicht, irgendwie ist es so normal da, weil so viele YouTuber nun mal halt in der Nähe von Köln leben und auch die Gamescom, jeder weiß, bei der Gamescom, da wird gefilmt, da wird... Aber da war es mir schon so ein bisschen, dass ich dachte, okay, wenn ich jetzt was Peinliches mache, dann wird es echt ungünstig. Ja, das mag so tatsächlich sein, aber an sich, das Filmen auf der Gamescom, finde ich gar nicht schlimm. Also, das ist was ganz anderes, irgendwie, als wenn man da jetzt wirklich tatsächlich in der Stadt steht, wo viele Leute um einen rum sind und die eigentlich mit der Materie an sich vielleicht überhaupt sich nicht auskennen. Und auf der Gamescom weiß jeder, da ist jeder irgendwie da und da werden auch ganz viele Leute sein, die filmen. Ich glaube, da hatte ich auch tatsächlich überhaupt kein Problem mit, obwohl ein Problem an sich habe ich sowieso nicht damit, aber es ist ein anderes Gefühl halt, weil eindeutig, das filmt halt jeder irgendwie. Aber so von der Stadt an sich merkt man, dass es in Köln bekannter irgendwie ist. Man merkt das irgendwie, die Leute interessieren sich gar nicht mehr dafür, wenn man das hier in der Stadt macht. So lange war ich leider nicht in Köln. Also so, ich war halt nur morgens zur Messe und abends zurück wieder nach Bonn. Ja, man hat es immer so gemerkt, so man war so. Ich hatte auch einen gesehen gehabt, als ich am Dom war, wo ich mein Video hochgeladen hatte, war auch einer da mit Allegria. Und es hat so keinen so interessiert, so der drumherum war. Ne? Alle sind so strikt vorbeigegangen, haben so ihr Ding gemacht. Und wenn man das so hier macht, dann wird dann sich da doch schon mal umgedreht und so geguckt, was macht der denn da? Ja, das ist schon so ganz interessant, dann merkt man schon so, wo wirklich so die meisten Leute davon, ja, was mitbekommen von diesem Hype, YouTube allgemein, von diesem Online-Ding. Ist schon ganz witzig eigentlich und dann mal so dieses
lange, ja, dieses Video zu sehen, was schon jetzt über ein Jahr alt ist, schon wieder, ist schon witzig eigentlich. Wollen wir in deinem Video mein Video anschauen? Oder auf deinem Kanal mein Video anschauen? Ich weiß nicht, aber es wäre eine gute Überleitung. Oder wir machen es jetzt so irgendwie. Jetzt habe ich gerade so viel geredet gehabt hier. Also ich glaube, dass wenn wir jetzt noch das andere mit reinnehmen, Leute, dann wird es für euch ein bisschen lang. Ja, dann wird es lang. Ich glaube, wir machen noch einen zweiten Teil dann davon. Also, Leute, wenn ihr jetzt quasi mein erstes Video mit Danny sehen wollt, wo ich so geredet habe und so, dann schaut auf jeden Fall bei Danny vorbei, einfach da oben rechts in der Infokarte, ja, oder auf deinem Gesicht, so eine Anmerkung. Früher hat Leute das immer gemacht, weil du hast immer aufs Gesicht klicken konntest. Ja, stimmt. Und wir sehen uns dann wieder auf Dannys Kanal, Leute. Bis gleich. Perfekte Cross-Promotion.